Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Branche des Vereines Glücksmomente in St. Lorenzen im Mürztal. Neues Geschäft im ECE Kapfenberg hat eröffnet. Und das Wetter morgen wechselhaft. Im Festsaal St. Lorenzen gab es einen Brunch für einen guten Zweck. Kindern mit Handicap und deren Eltern wurde bei dieser Veranstaltung mitgeholfen, ihnen das Leben wieder ein Stückchen angenehmer zu machen. Wie wichtig solche Hilfen sind, zeigt sich aber nicht nur in der Vorweihnachtszeit. Ja, wir sind ein Verein, der Kinder mit Handicap unterstützt und das jetzt seit genau einem Jahr. Ja. Und Glücksmomente spenden wir dadurch, dass wir die Eltern und die Kinder mit Geldbeträgen für Therapien und für Hilfsmittel unterstützen. In seiner Rede zeigte der Obmann des Vereins mit dem treffenden Namen Glücksmomente sichtlich seine Ergriffenheit und Freude über die große Anteilnahme der vielen Menschen, die sich einfanden, um für diesen guten Zweck zu geben. Ein Teddy vom Obmann als kleines Geschenk soll die betroffenen Kinder in Stille auf Weihnachten zu begleiten. Ja, also solche Vereine wie eben den Verein Glücksmomente sind wir als Beteiligte extrem dankbar, dass sie wirklich viele Leute aus Eigeninitiative und aus Freude sowas unternehmen und auf die Beine stellen, den Eltern eine kleine finanzielle Unterstützung sind, weil es ist nicht mehr so, dass eben die Krankenkasse, BH oder sonst irgendwelche öffentlichen Institutionen wirklich die Kosten übernehmen für medizinische Hilfsmittel, für Therapien, für Reha-Aufenthalte. Also das ist schon extrem wichtig für uns. Wie ist man eigentlich auf die Idee gekommen, so einen Verein zu gründen? Ja, die Idee ist eigentlich durch meinen Neffen entstanden. Der hat eine schwere Spastik, der Vincent. Und dadurch haben wir gedacht, müssen wir was machen, weil er hat eine Operation gehabt in Barcelona. Die kostet 7.000 Euro und die müssen die Eltern selber tragen. Und da haben wir gedacht, wir müssen eine Benefizveranstaltung machen. Und dadurch ist auch dieser Verein entstanden. Die bereits über die Grenzen Brucks hinaus bekannte Musikgruppe Mundwerk hatte sich auch spontan bereit erklärt, unentgeltlich diesen Brunch mit Liedern aus ihrem Repertoire zu bereichern. Also ein halbes Jahr Vorbereitung habe ich. Ich habe in dem halben Jahr ca. 2800 E-Mails geschrieben, 1300 Firmen kontaktiert und Persönlichkeiten auch kontaktiert. Also wir haben auch unterschriebene CDs vom Reinhard Fendrich. Und also wir haben alle, die haben alle auch einen Bezug zu dem Verein, weil es einfach anschreiben und die auch persönlich teilweise sich melden. Ja. Wenn man jetzt sieht, die Beteiligung aus der Bevölkerung, was sagt man da? Nein, es ist unfassbar, also man kann das gar nicht glauben, dass Gott sei Dank in der heutigen Zeit nur wirklich so viel Leute gibt, die was so viel Herz zahlen und wirklich zu so einer Veranstaltung kommen. Ich bin extrem dankbar, danke. Mit viel Schwung und einem köstlichen Mittagessen startete dieser Brunch. Am Nachmittag gab es dann eine große Verlosung, bei der 500 schöne Preise auf die Besucher warteten. Weil ich weiß, wie viele Eltern und Kinder nicht die Möglichkeit haben oder gar nicht wissen, welche Institutionen das gibt, dass wir das dann auch weitertragen und das wirklich öffentlich machen, dass andere Familien auch wissen, welche Therapien gibt es, wo kann man ansuchen. Und das ist unser Ziel im Verein Glücksmomente, das aufzubauen. Homepage haben wir jetzt eh schon laufen und da stehen wichtige Sachen drinnen, wo man ansuchen kann und welche Therapieformen das gibt und das einfach unter die Betroffenen einen Austausch gibt. Der Reinerlös geht zur Gänze an Kindern mit Handicap, um bei der Anschaffung von Hilfsmitteln oder bei Therapien unterstützen zu können. Somit können mit dem Geld wieder einige Glücksmomente geschaffen werden.
Es ist neu im ECE Kapfenberg, die Pyramide. Inhaber Jens Pfeiffer verwirklicht hier Geschenke, Esoterik und Hanfprodukte in einem sehr ambientereichen Geschäft, übersichtlich gestaltet, gut sortiert und dokumentiert. Und er spricht, was Hanfprodukte betrifft, offen aus. Wir haben die Pyramide hier eröffnet aus dem Grund, dass wir einfach Hanf ein bisschen wegbringen von den schlechten Ruf, was hat. Also sprich, wir haben Hanfkosmetik, wir haben Hanflebensmittel, wir haben Hanfprodukte, Head & Grow Shop, wir haben Pflanzen, wir haben Samen und Geschenke, Esoterik, Räucherungen, Charons, also es geht in alle Richtungen. Ist halt alternativ und esoterisch. Was uns interessiert ist, wo kann man diese Produkte einsetzen? Also einsetzen kann man es eigentlich ziemlich großflächig, also überall. Man kann es medizinisch sehen, für den Körper, für Haut, für den Körper innen, also für den Organismus benutzt natürlich. Wir haben CBD-Produkte da, das ist medizinische Cannabis. Da hätten wir das zum Beispiel, die was nur minimal angereichert ist mit CBD, ist gut für Magenbeschwerden zum Beispiel oder junge Damen, bei Menstruationsbeschwerden haben wir sehr, sehr gute Rückmeldungen. Dann haben wir auch CBD-Extrakte, die was direkt zum Einnehmen sind. Damit kann man zum Beispiel Bandscheibenvorfälle lindern. Man kann Migräneanfälle kann man lindern oder sogar ganz wegbekommen. CBD ist eigentlich für viele Sachen gut. CBD ist gut für posttraumatische Belastungsstörungen, für Sauerstoffmangel in den Organen. In Krebs ist schon vorgekommen, jetzt in den Medien ist ziemlich viel, wird darüber gesprochen, dass CBD sehr gut bei Krebs ist. Gegen Parkinson, gegen Alzheimer kann man vorbeugen, Blutvergiftungen kann man vorbeugen. Also es gibt unzählige Variationen und Möglichkeiten, um das anzuwenden. Bei all diesen Produkten ist die Beratung sehr wichtig. Wie sieht es da aus? Natürlich, ja. Also ich denke, dass ich da ziemlich gut aufgestellt bin, auch vom ganzen Sortiment und vom Wissen her. Natürlich wird es immer noch mehr geben, was man wissen kann, und es wird sich weiterentwickeln. Es passiert ziemlich viel gerade auf der Welt. Auch in Amerika drüben kommt ziemlich viel neue Produkte und neue Möglichkeiten, was dann langsam natürlich zu uns kommt, und ich hoffe, dass es gut angenommen wird und die Leute einfach auch sehen, dass Hanf kein Suchtgift in dem Sinne ist, sondern es wird nur zum Suchtgift gemacht durch einen Süchtigen. Und ja, wir versuchen es einfach für die Allgemeine zugänglich zu machen. Die Verwendung von Hanffasern lässt sich über mehrere Jahrtausend bis weit in die Menschheitsgeschichte zurückverfolgen. Die ältesten Funde stammen aus China. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen in der neu eröffneten Pyramide im ECE Kapfenberg. Hier erfahren Sie alle Informationen über unsere Produktpalette, und wir geben Ihnen auch gerne Tipps mit auf den Weg. Heute war es wechselhaft, teilweise regnete es in unserem Sendegebiet, die Tageshöchstwerte lagen bei plus 5 Grad. Morgen Mittwoch ist es ebenfalls wechselhaft, Schnee ist aber weiterhin keiner in Sicht. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen plus 2 und plus 6 Grad.